Urschick, dieser Modeflohmarkt. Und das auch noch in der außergewöhnlichsten Location in Amstetten. In der Remise ist all das gelandet, was in anderen Kleiderschränken keinen Platz mehr gefunden hat. Für den einen war es ein besonderes Einzelstück, für den anderen ein endlich raus damit aus meinem Kasten und ab auf den Flohmarkt. Ich war Studentin und war in Wien öfters auf Flohmärkten unterwegs und ich bin dann 2014 Mutter geworden und habe einfach extrem viel gewohnt gehabt, keinen Platz mehr. Und ich habe dann auf Facebook ausgeschrieben, dass ich gern einen Flohmarkt veranstalten würde. Einfach nur irgendeinen Termin eingeben. Und ich habe eben so viele Sachen, da hat es extrem viele Interessenten gegeben. Und da hat sich dann die Doris Hinterleitner von Mado bei mir gemeldet. Und wir haben dann in Mank 2015, im Frühling war das, den ersten Modeflohmarkt organisiert von Urschick. So ist eben auf Mode beschränken, also nicht, kann ich Spiegel verkaufen oder kann ich Körbe oder was auch immer, wirklich Mode. Wer kennt das nicht? Die Schränke platzen aus allen Nähten, die Regale füllen sich und bieten kaum neuen Stauraum. Es wird definitiv Zeit, den alten Krempel aufzuräumen und Platz zu schaffen. Sind die Klamotten erstmal draußen, dann stellt sich die Frage, wohin damit? Da bietet sich auf jeden Fall ein Flohmarkt an, denn unter den aussortierten Kleidungsstücken finden sich so manche Schätze. Wir stellen quasi den Platz, einen Tisch und eine Bank und Kleiderstände zur Verfügung und jeder kann dann seine Ware verkaufen zu dem Preis, den er will, er kann es präsentieren, wie er will, also das ist ganz offen. Wenn man beim Aussortieren nicht zögerlich war, dann bleibt ein großer Berg an Klamotten und Accessoires über. Damen- und Herrensachen, Accessoires, Tücher, Hüte, alles, was man wirklich noch gerne ansieht und jetzt vom Herbst, wenn man die neue Herbstmode braucht, findet man da sicher das ein oder andere Schnäppchen wieder. Einfach um den Kleiderschrank zu dezimieren. Es kommt ja immer wieder was dazu, also muss weg auch was. Und das ist natürlich eine schöne, nette Gelegenheit dafür. Ja, wir haben ein bisschen ausgemisst. Ich bin mit meinen Arbeitskollegen da und ein bisschen was Neues Platz hat wieder im Schrank. Den Kleiderschrank entrümpeln macht man am besten zu Saisonbeginn. Neben mehr Platz im Kasten hat das Aussortieren auch eine befreiende Wirkung. Manche Sachen, die liegen halt schon lange umeinander und die zieht man dann so und so nicht mehr an. Ja, das misst man halt dann irgendwann aus. Nein, bei mir wird alles immer reingestopft. Es kommt immer so viel dazu, dass einfach nichts reingeht. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen was aussehen. Ne? Selten ausmustern und wandern wird schon sehr höchste Zeit, wenn ich ausmustere. Also nicht so regelmäßig leider, als ich es tun sollte. Und kann auch Sachen ganz schwer weggeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das nicht. Ich trage auch mehr oder weniger Sommersachen im Winter. Also ich finde, wenn man drunter genügend anhat, passt das auch. Es ist nur einfach manchmal, wenn schon so eine Unordnung im Kleiderkasten herrscht, dann wird ausgemustert und ausgemistet. Darüber freuen sich diejenigen, die sich beim Urschick Modeflohmarkt durch die vielen aussortierten Kleidungsstücke gewühlt haben. Ein Ereignis, das es so gerne auch nächstes Jahr wieder geben darf. Das erste ist die Big Opening Party, die ist jetzt am 7. Oktober. Da starten wir mit Hello Hello mit der Dominique Chardin. Dann wird einmal die erste Party wieder loslegen. Dann kommt ganz was Spezielles, die Amelie Fantas und Tommy Ten. Das ist eine Magic Comedy Night, Zaubershow und Comedy. Dann haben wir ganz erstmalig den Tagebuch-Slam in der Remise und viele andere Sachen. Also wir haben jetzt bis zu 22 Veranstaltungen schon einmal durchgeplant. Also es geht noch weiter. Mit diesem schicken Ereignis wurde auch gleichzeitig die Saison in der Remise eröffnet, die Punktlandung beim ersten Party-Weekend macht.